Fitnessboxen, 25 Minuten, ohne Vorerfahrung, direkt zum Mitmachen. Mein Name ist Anton, willkommen beim Hochschulsport, viel Spaß. Schon wenige Quadratmeter reichen aus, um zu Hause mittrainieren zu können. Am Signal hört ihr, wenn eine neue Runde startet. Wir fangen zuerst mit Schulterkreisen an. Versucht nun, möglichst große Kreise zu kreisen, ohne Kraft, ohne Schwung. Richtungswechsel. Hüfte kreisen. Ihr könnt mit kleinen Kreisen anfangen und die immer größer werden lassen. Richtungswechsel. Aufrecht dastehen, zur Seite beugen und den Arm dabei hochstrecken. Bleibt dabei gerade, ganz wichtig. Mit rundem Rücken vorbeugen und dann mit Armen langstrecken. Knie zur Schulter heben, soweit ihr könnt. Ihr könnt dabei hüpfen, falls es euch zu einfach ist. Mit den Armen fliegen und dabei vorbeugen. Gebeugt bleiben und dabei den Oberkörper rotieren. Okay, 30 Sekunden durchatmen. Jetzt kommt der Kräftigungsteil.
dauert 3 Minuten. Wir haben 3 Übungen und hier dauert 30 Sekunden. Kniebeuge, Schwimmer und die Plank in dem Liegestütz. Kurz durchatmen, geht gleich durch. Mit dem Bauch auf den Boden legen, Schwimmer. In die Liegestützposition. Falls euch die Plank in der Liegestützposition zu einfach ist, macht Liegestütz. Drei Sekunden Pause durchhalten. Als nächstes kommt der Hampelmann, ganz klassisch, und Radkurbeln rückwärts. Hampelmann. Ihr könnt 10 große Kreise drehen und danach 10 kleine und schnelle. Hampelmann.
und wieder Radkurbel rückwärts drehen. Pause, 30 Sekunden. Die nächsten zwei Übungen, die wir machen, ist der Bergsteiger, Liegestützposition, Knie zu Ellenbogen. Die zweite Übung sind Skip-X. Mit Bergsteiger fangen wir an. Skippings, kleine Schritte auf der Stelle und Fäuste vorwärts bringen. Skippings werden schwerer, wenn ihr die Knie höher hebt. Bergsteiger in die Liegestützposition und Knie zum Ellenbogen. Letztes Mal, Skippings. Nächste Übung ist Bewegen im Boxergang. 2 Minuten dauert eine Runde, 30 Sekunden Pause. Ich zeige euch gerade mal, wie das geht. Stellt euch breitbeinig da und bewegt euch auch breitbeinig, nicht überkreuzen. Ihr geht nach rechts zuerst mit rechten Fuß, nach links zuerst mit linken Fuß, nach vorne zuerst mit dem linken Fuß, weil er vorne stehen muss. Also links steht vorne, rechtes Bein steht hinten. Das Ganze ist für Rechtshänder erklärt. Linkshänder genau andersrum. Ja, und dann einfach frei bewegen, ein bisschen freestylen und bereit machen, Leute. Wichtig dabei, lasst die Hände oben. Sie müssen eure Verteidigung sein. Ihr könnt dabei auch hüpfen. Vor und zurück zum Beispiel.
30 Sekunden Pause. Als nächstes bewegen wir uns wieder gleich mit den Beinen, nie überkreuzen und bringen immer zuerst links, ganz leicht, und dann links, rechts. Der erste Schlag ist nur zur Antäuschung da, ohne Kraft ausführen. Vor allem beim letzten Schlag mit der hinteren Hand sollte sich euer Körper leicht mitdrehen. Okay, durchatmen, 30 Sekunden. Jetzt, vorletzte Runde. Wir bewegen uns wieder gleich in diese Boxerposition. Stehen breit, da. Springen wir nach vorne. Links, rechts. Links und rechts. Nach 30 Sekunden wechseln wir zum Tauchen. Zu dem hier. Und los geht's. Wie viel Geld kommt dafür? 20. Pendelt mit eurem Oberkörper und Knien von links nach rechts. Ihr könnt dabei noch Aufwärtshaken schlagen, wenn ihr hochkommt. Pause, 30 Sekunden durchatmen. Aktive Pause, aktiv zuhören.
Und zwar kommt jetzt die schwierigste Übung. Drei Schritte, 1, 2, 3 und drei Schläge gleichzeitig. Wenn wir mit rechts zuerst einen Schritt machen, mit rechts zuerst einen Schlag. 1, 2, 3. Nach links zuerst, 1, 2, 3. Mit links anfangen, also synchron. 1, 2, 3. Okay? 30 Sekunden und danach tauchen, aufwärts haken, tauchen, aufwärts haken. Genau das, was wir davor gemacht haben. Bereit machen. Letzte Runde. Durchatmen. Zum Abschluss dehnen wir uns gemeinsam. Wir machen 6 verschiedene Übungen. Jede dauert 30 Sekunden. Und wir legen uns zuerst auf den Boden. Greift vor, soweit ihr könnt, ohne Gewalt und lasst den Kopf ruhig hängen. Bei allen den Übungen tief und ruhig atmen. Richtungswechsel.
und fast geschafft. Letzte Übung. Versucht nun, ein Dreieck mit eurem Körper zu bilden. Für eine stärkere Dehnung könnt ihr nur auf einem Bein stehen. Geschafft! Das war's auch schon für heute. Super mitgemacht, gesund geschwitzt. Bis zum nächsten Mal.